hallo und herzlich willkommen heute zu einem Vera VDE Schraubendreher plus Schmalz. Ja, im Moment läuft die große VDE Schraubendreher Umfrage im Community-Bereich meines Kanals und ihr kommentiert fleißig und das finde ich ganz toll. Ich habe ein paar neue Erkenntnisse gewonnen, um die soll es heute gehen, um die Geschichte und die Zukunft der VDE Schraubendreher und was euch so am Herzen liegt. Ich verlose auch einen VDE-Schraubendrehersatz. Wenn ihr das Video mit Hashtag Vera kommentiert und mir reinschreibt, was ihr an den Vera-Schraubendreher gut oder vielleicht nicht so gut findet, was man daran auf keinen Fall ändern sollte und was man vielleicht besser machen könnte, dann könnt ihr die gewinnen. Ich denke, bis Ende des Monats Dezember 2022 werde ich die dann auch alle beieinander haben, die Kommentare, und eine Verlosung starten. Okay, soweit so gut. Nichts riskieren, abonnieren und ich hoffe, ihr lasst mir ein Like und ein Abo da. Also, das hier, fangen wir mal auf der Seite an, ist die bisschen ältere Generation der Vera Schraubendreher. Man sieht hier, da ist der Griff noch ein anderer. Da ist nämlich hier dieser harte Kunststoff, der gelbe. Und der rote, der ist schön weich, ja, also bilde ich mir zumindest ein, ja, ist er auch, der ist weicher als der andere. Und da habt ihr gesagt, war ein Kommentar, ja okay, man muss unbedingt, sollte der Kunststoff in der Mitte weich sein, der muss quasi in der Hand kleben, der Schraubendreher. Und dann hier vorne sieht man auch schon eine Eigenheit, das ist kein Slim Bit, sondern der ist abgesetzt und das ist natürlich nicht gut, wenn man in enge Löcher schrauben muss, dann ist das ein bisschen ein Nachteil, die gibt es mittlerweile auch abgesetzt. Der hat hinten eine schöne Beschriftung oben und manche meinen, ah, da muss ein Loch durch, dass man hebeln kann. Wie seht ihr das? Der ist natürlich nach DIN EN VDE IEC 60900. Ja, was heißt das? DIN steht für das Deutsche Institut für Normung, ist ein eingetragener Verein. EN steht für Europäische Norm, IEC für International Electrotechnical Commission. Und 60900 ist einfach die Nummer, die zur Norm führt. Das heißt quasi, das ist ein in Deutschland und international anerkannter Standard, eine Bestimmung, die für das Arbeiten unter Spannung beschreibt, wie das Werkzeug aufgebaut werden muss. Und wenn ein Hersteller nach dieser Norm fertigt, dann kann er das eben mit dem Zusatz VDE-Schraubendreher verkaufen. Das sind Handwerkzeuge zum Gebrauch bis 1000 Volt AC und 1500 Volt DC. Ja, man soll ja immer frei machen, aber wenn es nicht geht, könnte man das damit schrauben und geprüft werden, die glauben, mit über 10.000 Volt. Okay, aber das soll es nicht gehen. Das ist mal ein kleiner Abriss. Ja, ich habe auch von Vera, ist da auch dabei, so ein toller Phasenprüfer in der Form. Der ist auch sehr interessant, finde ich. Fällt mir gut mit der Lasche. Und das hier ist einer, der ist neu rausgekommen. Der ist wie die hier, ein bisschen anders aufgebaut, weil die hat nämlich auch diesen harten Kunststoff hier außen und in der Mitte den weichen Kunststoff. Und die haben auch hier so Schrägen, wenn die irgendwo liegen, dass die nicht so leicht wegrollen. Ja, bei dem, der rollt schon ein bisschen. Aber bei den größeren sieht man es dann besser. Und die sind auch noch nicht abgesetzt. Also das ist quasi so ein bisschen die Vergangenheit. Das hier ist natürlich designtechnisch die Zukunft. Und dann habt ihr noch ganz spezielle zusätzliche Griffe. Und ganz viele haben auf diese Wechselklingen geschworen. Die taugen euch. Da komme ich gleich dazu. Es gibt, sag ich mal, diese... Oh, da ist noch das O vom Weihnachtskalender oben. Läuft auch im Moment. Ja, es gibt Edelstahl. Die sind dann hier farblich abgesetzt. Diese hellblauen, die sind aus Edelstahl. Auch hier wegen weicher. Und dann eben mit diesem Wegrollschutz. Dann gibt es für die auch solche Schraubenklauen, Schraubenhalter. Kann man da hinten drauf machen, dann macht man die vor. Dann kann man hier Schraube drauf machen und die hebt er, auch wenn die nicht magnetisch sind. Die gibt es in verschiedenen Größen. Es gibt auch Vierkantschlüssel. Sieht man auch hinten schön. Gold, das ist ein ganz langes Gerät. 2x200, ja, so für so einen Schaltschrank oder wenn man irgendwo hinten verwinkelt schrauben muss, ist das toll. Und jetzt kommen die Besonderheiten, nämlich die Wechselklingen. Da gibt es einen Standardgriff, der 817 VDE. Ach, da steht es auch oben. IEC, das sind die ganzen Prüfzeichen oben. Schauen wir mal, ob man das sehen kann. IEC 60900, GS geprüfte Sicherheit,
VDE, C und das hat natürlich alles eine Bedeutung. Und deswegen ja, kosten die einfach ein bisschen mehr als andere Schraubendreher. Und für den gibt es auch schon tolle Einsätze für einen Schaltschrank, zum Beispiel so einen dreieckigen kann man da reinmachen. Habe ich jetzt neu entdeckt. Oder tatsächlich den Schaltschrankschlüssel und einen Vierkant, den gibt es auch in zwei Größen, 6 und 8 mm. Der passt da auch gut rein. Der Schaltschrank, das soll natürlich nicht unter Strom stehen, aber könnte man theoretisch hier auch sicher schrauben. Und dann war sogar ein Kommentar dabei, den habe ich mal, ja, war ich mir nicht so sicher, dieser Turbo, ich wollte schon fast sagen, in Schmutz gezogen, der hat nämlich ein Planetengetriebe da drin. Und zwar, wenn man Maschinenschrauben hat, jetzt mache ich mal wieder den Schaltschrankschlüssel rein, weil man es so schön sieht. Sieht man, da hinten macht man eine Umdrehung und vorne macht er vier. Und wenn man dann einrastet, dann ist er fest, dann kann man anziehen. Also der Junge, der hier oder der Herr, der das hier geschrieben hat, der hat gesagt, ja, den brauchen wir unbedingt mit dazu, weil da kann man richtig Gas geben, tolles Teil. Ja, Knopf hoffe, ihr seid ja ganz schön ein Stück größer. Wie groß muss der sein? Ist die Größe schon zu groß? Ist die Größe gerade recht? Oder wollt ihr die ganz klein haben? Wäre vielleicht auch was vom Kommentar. Ja, und dann, last but not least, hier habe ich gesehen, gibt es auch einen mit verstellbarem Drehmoment und in dem passen die Wechselklingen rein. Also wenn man da Wechselklingen hat und die gibt es in tollen Sets, in tollen Taschen. Ja, zum Beispiel hier mit ganz vielen dieser Wechselklingen, das gibt es auch in Torx und so weiter. Da hat auch einer geschrieben, oh, die Tasche ist auch super mit dem Schraubendreher. Die taugt mir. Und das ist eben halt die Tasche für den Drehmomentschlüssel, wo halt auch die tollen Wechselklingen drin sind. Die scheinen bei euch beliebt zu sein und den kann man hier unten einstellen. Da ist nämlich eine Skala oben. Und wenn man hier dreht, warte, nochmal rausmachen und mal schauen, wie weit ist das? Aha, der Toolboy, ich hab ihn doch schon verstellt, warte mal. Ah ja, genau, da muss man, wie weit ist das? Genau, da hinten das Teil, genau, man drückt es nach hinten und dann kann man hier zwischen 1,2 und 3 Newtonmeter verstellen. Also den nach hinten und dann kann man hier schön verstellen, was er, mit was er dann anschrauben soll. Gerade bei Automaten und so ist das ganz gut, weil da muss ja mindestens der Drehmoment oben sein, dass das halt nachher schön leitend ist an der Stelle. Also das hier hab ich jetzt noch nicht gehört von euch. Benutze ihn einer, lasst mir mal einen Kommentar da, was haltet ihr von dem hier. Und was mir aufgefallen ist, eine Marktlücke. Es gibt keinen einzigen VDE Ratschenschraubendreher. Ja, das wäre doch noch was. Und dann denke ich, bin ich gut durch. Ich habe ja schon mal so ein Vera-Video gemacht. Und da habe ich auch noch andere VDE-Sachen gezeigt. Und zwar diesen Quergriff für Steckschlüssel und eine Knarre, eine 3/8 Zoll Knarre. Die kommt auch in so einem tollen Satz. Wenn ihr mal schaut bei den VDE-Werkzeugen, da ist alles drin, was das Herz begehrt. Von 6 bis 20 mm und Verlängerungen. Und auch wieder mit dem tollen Emblem da vorne. Finde ich, macht richtig was her. Boah, und natürlich, wenn man sie die einzeln holt, dann kommen die auch mal toll verpackt. Sieht man, hier war zum Beispiel der Turbo drin. Also das ist schon eine sehr noble Verpackung und passt natürlich im System, da oben sieht man nochmal das Planetengetriebe, Turbo Gear, alles auf die Wechselklingen passt da. Und das ist natürlich schon toll, weil dann kann man, sag ich mal, einen Satz Wechselklingen kaufen mit Torx, Slim Bits und Philips und Pozzi. Dann hat man alles mit dabei. Und es gibt nochmal eine Besonderheit, und zwar gibt es diese Plus-Minus-Pozzi und Plus-Minus-Philips. Benutzt ihr die? Wie oft kommt es vor? Wäre noch interessant zu wissen. Und dann sind wir auch schon am Ende. Also, Hashtag Vera ans Video. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.